auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Achtelfinale Bruno gegen Nöttingen kann man mal verlieren, könnte man sagen. Oberligist, Klassenunterschied, aber dass es so hoch ausging, hast du wahrscheinlich nicht erwartet. Ja, klar. Wir haben uns dann schon ausgemalt, das Spiel ein bisschen länger offen zu halten. Ja, muss ich mir dann auch selber ankreiden. Ja, da kann ich der Jungs keinen Vorwurf machen. Wir wollten mitspielen, wollten unser System mit durchdrücken, mit der Dreierkette. Hätte vielleicht eine Achter- oder eine Zehnerkette machen sollen im Nachhinein. Wie gesagt, da lerne ich dann auch draus, den Jungs ist kein Vorwurf zu machen. Ja, also das nehme ich vollends auf meine Kappe. Leider war das Spiel dann schon entschieden zur Halbzeit. Ja, habe dann probiert, durch Umstellungen taktische in der zweiten Halbzeit das nochmal ein bisschen offen zu halten. 8-0 tut weh, ja, man kann gegen Nöttingen verlieren, wie schon gesagt. Aber es ist jetzt auch kein Beinbruch. Ja, ich habe trotzdem eine tolle Mannschaft, ja, ich habe gute Jungs. Wir lassen uns da jetzt auch nicht unterkriegen durch so ein Ergebnis, das jetzt heute mal wehtut. Aber morgen geht es dann weiter. Wir spielen am Sonntag unser erstes Punktspiel und da bin ich dann trotzdem guter Dinge. Nichtsdestotrotz kann man ja festhalten, dass ihr vorher zwei Verbandsligisten ausgeschaltet habt auf dem Weg zu diesem Spiel. Also was meinst du, in welchem Zustand ist die Mannschaft und wie lief die Vorbereitung? Ja gut, die Mannschaft ist in einem guten Zustand. Klar haben auch wir, wie alle anderen Mannschaften, ein bisschen damit zu kämpfen, dass dann halt auch Urlaubszeit ist, ne? Dass die Jungs sich den Urlaub dann auch verdient haben. Natürlich, der fällt dann eigentlich immer in die Vorbereitung. Nichtsdestotrotz lasse ich mich dann jetzt auch nicht von dem Ergebnis heute blenden. Ja, ich kann es immer nur nochmal sagen, ich habe gute Jungs, aber gute Mannschaft. Wie ich schon erwähnt habe, zwei Verbandsligisten rausgeschmissen auf dem Weg hierher. Und wir sind gut aufgestellt für den kommenden Sonntag. Und das ist dann auch die Priorität natürlich, dass wir da einen guten Start in die Runde hinkriegen. Ja, du hast es angesprochen, am Sonntag geht es los, auch mit der Landesliga Mittelbaden. Was habt ihr für Ziele angepeilt? Was kann man sich von euch erhoffen? Ja gut, wir waren letztes Jahr Dritter. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich kann jetzt nicht hier hinstehen und sagen, ich will Siebter werden. Wir wollen unter der ersten vier landen auf jeden Fall. Ich denke, die Landesliga wird in der Breite ein bisschen besser. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein, zwei Mannschaften gibt, die dann so wegmarschieren, wie es letztes Jahr der Fall war. Und wir wollen da, solange es geht, mitschwimmen. Ja, solange es geht, bei der Musik dabei sein. Ja, und ich kann es nur nochmal sagen, ich habe eine gute Mannschaft, der ich vertraue. Ich vertraue ihr zu 100%. Ich weiß, dass wir eine gute Runde spielen können. Gehört ein bisschen Glück dazu, dass wir auch wenig Verletzte haben. Und dann schauen wir mal, was am Ende der Runde rauskommt. Bruno, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.